Hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten LP-Projekt, und zwar Fire Emblem 7. Und ja, fangen wir auch gleich mal an. Mit natürlich in Deutsch. 2004 Nintendo präsentiert. Vor langer Zeit teilten sich Drachen und... Und teilten sich Drachen und... Menschen einen Frieden geboren aus. Weisheit, der viele Generationen anhielt. Doch ging dieser verloren, als die Menschheit diese Balance mit einem plötzlichen Anschlag zunichte machte in einem Krieg, der ihre Welt erzittern ließ, kämpften Menschen gegen Drachen. Dieser Krieg hieß fortan die Befreiung. Besiegt und gedemütigt zogen sich die Drachen zurück, doch die Menschheit erstarkte wieder und erweiterte die Herrschaft über das Land und die Inseln im Ozean. Seit dem Ende jener dunklen Zeit ist ein Millennium vergangen. Fire Emblem. Drücke Start. Ja, was man noch dazu sagen sollte, das ist das erste Fire Emblem, das in Europa erschienen ist. Oder Deutschland, das kann ich jetzt verwechseln. Ja, jetzt werden nochmal die einzelnen Klassen vorgestellt. Lin. Das ist unsere Hauptakteurin im Prolog. Also das hier wird nicht blind gespielt. Das ist ein LP. Ich kenne das Spiel schon. Das Einzige, was ich vielleicht danach noch blind spielen werde, ist der Hector Hardcore Mode. Aber das wird erst später der Fall sein. Ja, und das sind dann die Einheiten. Warum da Primärwaffen steht, ist klar, weil es gibt später auch Sekundärwaffen. Aber dazu kommt man auch erst später. Ja, dieses Projekt wird wahrscheinlich jeden zweiten Tag, aber dafür zwei Folgen, also eine halbe Stunde. So, das überspringe ich mal. Hochgeladen, so, drücke Start. Neues Spiel, keine Daten natürlich. Prolog, ein Mädchen der Ebenen. Du bist ein Stratege, der die Länder von Illibe bereist. Gib deinen Namen, deinen Geburtsmonat und dein Geschlecht ein. Nutze dazu das Steuerkreuz und den A-Knopf, um mit der Grundeinstellung fortzufahren. Wähle Nein. So. Infos eingeben, ja. So, natürlich heißen wir Herr Fixel. ABC. Ich weiß jetzt nicht, wie man das kleinschaltet, also mache ich es einfach so. So, Fixel. P. Wo ist das P? Das ist P gut. Und dann würde ich mal sagen, okay, und männlich und Januar lassen wir einfach, weil ich natürlich keine Daten über mich preisgebe. Ja, genau. Und möchtest du diese Einstellung übernehmen? Ja. Prolog, ein Mädchen der Ebene. Bist du wach? Ach so, sie spricht. Ich fand dich in den Ebenen. Du warst ohne Bewusstsein. Ich bin Lim vom Stamm der Lorca. Du bist hier in Sicherheit. Wer bist du? Kannst du dich an deinen Namen erinnern? Dein Name ist Fixel-P? Welch merkwürdiger Name. Aber das soll dich nicht bekümmern. Dein Name ist ein wertvolles Gut. Ich glaube, an deiner Kleidung zu erkennen, dass du ein Reisender bist. Was führt dich in die Ebenen von Sakae?
Möchtest du deine Geschichte mit mir teilen? Hm? Was soll der Lärm? Ich werde kurz nach dem Rechten sehen. Ich bin gleich zurück, Fixe P. Oh nein, Banditen! Sie müssen aus den Bergen von Piran abgestiegen sein. Sicher wollen sie die Dörfer in der Umgebung plündern. Ich muss sie aufhalten. Wenn dies alle sind, werde ich allein mit ihnen fertig. Hier bist du in Sicherheit, Fixe P. What? Du willst mir helfen? Nun kannst du mit einer Waffe umgehen? Nope. Ah, ich verstehe. Du bist also ein Stratege. Ein eigenartiger Beruf. Also werde ich mich einfach in deine Hand legen und wahrscheinlich sterben. Ich stehe hier drum. Ohne Sinn. Hier drüben. Wenn du mir helfen willst, Fixe P, ich könnte deinen Rat gebrauchen. Ich werde alles machen, was du sagst. Also bleib in meiner Nähe. Lin ist die blaue Einheit, feindlich erhalten sind rot und ich bin grün. Grundsätzlich nehmen am Kampf blaue verbündete Einheiten und rote feindliche Einheiten teil. Sie ziehen abwechselnd über das Schlachtfeld. Ich kann nicht mehr reden. Du fungierst ja als Stratege, Fixe P. Du betrittst das Feld nur bei besonderen Ereignissen, also eigentlich nie. Deine Aufgabe als Stratege ist es, den Cursor auf die blauen Einheiten zu platzieren. Danach kannst du ihnen Befehle erteilen. Wähle nun eine Einheit. Platziere den Cursor auf Lin und drücke den A-Knopf. Ja, wir spielen im Prolog. Ihr glaubt nicht, wie lange der Prolog ist. Es ist eigentlich ein Drittel des Spiels. Spielen wir hier Lin. Ich muss in die Nähe des Feindes gelangen, genau. Lin kann sich bewegen. Das sieht man hier in die blauen Bereiche. Ja, eigentlich kann ich es euch auch so erklären. Nehmen wir uns nun diese Banditen vor. Genau, und zwar, ihr seht, kann sie sich in diesen blauen Bereich hier bewegen. Die anderen Felder, die markiert sind, sind die Bereiche, wo sie angreifen kann. Ja. Und, ich würde mal sagen, wir bewegen sie gleich hier. Und ja, das sollte genau genug sein, ist mir klar. Warten. Oh, oh, der Bandit hat mich bemerkt. Er kommt auf mich zu. Ja, die Banditen bewegen sich auch und würden uns auch angreifen, wenn sie uns erreichen würden. Wähle Lin. Ja, ist mir egal. Ich erkläre erstmal. Also, das hier ist sozusagen der Boss. Der hat immer ein Schild neben sich. Und er in dem Fall, rechts oben steht immer die... Oder links, oder rechts unten. Kommt drauf an, wo der Cursor ist. Steht immer unser Ziel für dieses Kapitel. Und zwar in diesem Fall müssen wir das Tor einnehmen, da steht der drin, deswegen müssen wir ihn vorher besiegen. Der wird sich auch nicht bewegen, weil sonst können wir ganz leicht das Tor einnehmen. So, und rechts unten oder links unten manchmal steht, was das Geländefeld unter uns ist. In dem Fall ist es eine Ebene, hat also 0 Verteidigung plus, 0 Ausweichen plus. Wenn man jetzt aber zum Beispiel auf einen Wald geht, sieht man, dass die Verteidigung 1 höher ist und der Ausweichwert um 20 erhöht wird. Hier ist ein Haus, das hat Ausweichen 10 mehr. Ein Berg ist noch besser, ein Felsen ist auch sehr gut, Verteidigung. Und ein Tor hat auch noch 2 Verteidigungen und 20 Ausweichen. Das heißt, der steht hier eigentlich relativ gut. Und in so solchen Toren heilen sich auch die Bosse. Gut, also fangen wir erstmal an. Ja, bewege mich zu einem Feld, das da angreift, um ihn anzugreifen. Um ihn, genau. So, und jetzt schlag zu. Wähle Angriff. Also, Eisenschwert. Wie man jetzt auch sehen kann, das ist der Angriffsbildschirm. Und zwar, man sieht die KP von uns, also von dem Charakter und von dem Gegner, seinen Schaden, den er austeilt, seine kritische Trefferwahrscheinlichkeit und seine Trefferwahrscheinlichkeit. Wie man sieht, trifft er sehr unwahrscheinlich. Ich glaube, er trifft aber sogar diesmal oder nächste Runde. Automatisch, ist halt so. Tutorial. Und das Schwert zeigt einen Pfeil nach oben an und die Axt einen Pfeil nach unten. Das hat mit dem Waffendreieck zu tun. Es gibt in dem Spiel Schwerter, Lanzen und Äxte und Bögen, aber die so tun nicht zum Waffendreieck dazu. Schwerter sind gut gegen Äxte, Äxte sind gut gegen Lanzen und Lanzen sind gut gegen Schwerter. Das sollte man sich eigentlich immer merken. Mach ich aber nicht. Okay, diesmal haut er vorbei und Lin trifft ihn. Das ist schon mal gut. So, der Gegner greift uns jetzt auch an. Ich weiß nicht, warum er sich so komisch bewegt. Genau, er hat uns getroffen. Der Prolog ist eigentlich relativ vorherbestimmt. Das erste Kapitel, da kann ich nichts mit verändern. Ich muss mich so bewegen, wie der sagt. Ich brauche ein Heilmittel. Wähle Lin. Genau, nicht, dass wir jetzt einfach stehen bleiben würden. Nein, wir laufen erstmal zu ihm hin. Ja, und das ist jetzt die Hütten... Ja, ich soll das zeitnutzen ein wenig Erste Hilfe anwenden. Genau. Ich soll mich jetzt hierhin bewegen und ein Item schlucken, und zwar ein Heilmittel. Das bringt mir immer 10 KP wieder. Und komischerweise hat der Bandit genau 10 KP Schaden gemacht. Und
Deswegen vielen Dank, Fixelpee. Kümmern wir uns um das Gras. Wie ihr seht, bin ich eigentlich gar nicht da. Anscheinend trägt sie die ganze Zeit mit mir, mit sich rum, mich. So, wir greifen ihn auf jeden Fall jetzt einmal an. Für wen hältst du dich? Du hast keine Chance gegen Butter, die Bestie. Oh. So, wir haben ihn schon einigermaßen geschwächt, aber wenn es schlecht läuft, trifft er uns jetzt. Ja, dass du fliehst, ich muss entkommen. Warum muss ich entkommen? Das ist voll sinnlos irgendwie. Guck, seht ihr, jetzt heilt er sich. Entschuldigt kurz das Knarzen. Ich habe nur mal kurz das Mikro entfernt, weil anscheinend übersteuere ich manchmal. So, das sollte jetzt besser sein. Und ein Crit, den habt ihr jetzt auch gesehen. What? Wie konntest du... So, jetzt kriegen wir Erfahrung und ein Level-Up steht uns bevor. Ja, in diesem Spiel gibt es Level-Ups. Und, der ist... Naja, der hat Geschwindigkeit gelevelt. Ich finde, Geschwindigkeit ist wichtig, Stärke ist wichtig, Verteidigung ist wichtig und Resistenz. Ha, das war knapp. Ich habe ihn schmerzlich unterschätzt. Es tut mir leid, sollte ich dir Sorgen bereitet haben. Ich muss stärker werden, wenn ich mich behaupten will, stark genug, um gegen jeden Ansturm zu bestehen. Also, was ich auch noch sagen will, ich rede Lin nur weiblich, also höher, wenn sie sozusagen story-relevante Sachen sagt, wie jetzt, wenn man den ihr Bild genauer sieht. So, Levelanstieg steht hier noch. Und wir müssen jetzt ins Tor. Wir können sie jetzt auch heilen, was aber sinnlos wäre, weil sie automatisch im nächsten Kapitel wieder voll ist. Deswegen besetzen wir das Tor. Gute Arbeit, Fixipi, lass uns nach Hause gehen. Also solchen Text lese ich dann auch richtig vor, innerhalb lese ich da nicht vor. Guten Morgen, Fixipi. Bist du schon wach? Der gestrige Kampf hat dich sicher viel Kraft gekostet. Ich hab gar nichts gemacht. Sag, Fixipi, ich wollte mit dir etwas besprechen. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, aber, ich kann nichts sagen. Tschüss. Würdest du mir erlauben, an deiner Seite zu reisen? Mehr kann ich nicht sagen. Wie? Du möchtest, dass ich die Erlaubnis meiner Eltern einhole? Meine Eltern sind tot! Sie starben. Mein Stamm, die Lorca. Noch ich und ein paar Dummdödel sind übrig. Deswegen schmeiße ich mich gleich an den Ersten ran, der hier einfach vorbeikommt und fremd ist. Ja, es sind keine Tränen mehr. Ich muss dich anders erobern können. Tschüss. FixHP, ich kann nicht weiterreden. Ich muss stärker werden, um den Tod meines Geliebten zu rächen. Ich kann niemals stärker werden sonst. FixHP, sag mir, dass du mich trainieren willst oder was auch immer sie sagt. Und wir ziehen gemeinsam los. Du erlaubst es mir, das ist wundervoll. Oh, vielen Dank. Wenn wir zusammenarbeiten, wird uns vieles leichter fallen. Du wirst mein Meisterstratege sein und ich deine unvergleichliche Kriegerin. Oh Mann, ist das doppeldeutig. Mit Lin in die Welt, fixe EP. Stehe zur Seite und meistere die Kunst des Krieges. Erfülle die Aufgaben, welche dir in jedem Kapitel gestellt werden. Hilf Lin bei ihrer Mission. Schalte das Instruktionsfenster durchs Drücken von Select ein oder aus. So, jetzt können wir speichern. So, wir haben 10 Minuten schon gespielt. Das heißt, ich mache hier mal kurz einen kleinen Cut. Bis gleich.